finde es ziemlich albern, als Stimme meiner Generation zu gelten. Es gab kein Plenum, was mich irgendwie gewählt hat und gesagt, bitte Ronja. Außerdem sind meine Themen gar nicht besonders 20-jährig. Mein Umfeld ist nicht besonders 20-jährig. Alter eh eine schwierige Kategorie. Und ich hoffe, bei Lesungen hat das Publikum meistens älter und das sind die, die deutlich mehr lachen als ihre armen Kinder, die sie da mitschleppen, um auch mal Kultur mitzukriegen. Literatur habe ich mich beschäftigt, weil ich vom Dorf komme. Und ich glaube, die Menschen, die vom Dorf kommen, lesen entweder alles oder gar nichts. Ich habe irgendwann alles gelesen, die Homöopathie für Kinder, die Erziehung des schwierigen Kindes, alles. Mit dem Schreiben habe ich erst begonnen, relativ spät. Es gab eine Zeit lang, da habe ich Frauenzeitschriften ohne Ende gelesen. Ganz hinten war immer eine Frau, die schrieb, ihr Mann sei ganz furchtbar und würde immer seine Socken auf dem Boden liegen lassen. Und da dachte ich, das müsste doch der perfekte Job der Welt sein. Und habe meinen Blog gestartet. Die erste Geschichte habe ich mit 6 geschrieben, die habe ich aus Spaß geschrieben und es waren auch die letzten Geschichten, die ich mit Spaß geschrieben habe. Seitdem ist Schreiben für mich anstrengend und es zehrt mich aus. Ich habe totale Komplexe beim Schreiben. Ich kann eigentlich gar nicht schreiben ohne Deadline, denn erst wenn ich ein Zeitproblem habe, kann ich das Problem mit den Komplexen wegdrücken. Heute ist leider schlecht, ist ein Jammerbuch und ich hoffe, es jammert auf möglichst unterhaltsame Weise und es jammert über alles, was das Leben zur Unverschämtheit macht. Das können AfD-Demos sein, das kann Traurigkeit sein, das kann AOL-CDs sein, darüber gibt es auch eine Geschichte. Das Leben auf dem Dorf, was ist Familie? Alle möglichen Themen werden dort verhandelt. Für jeden was dabei. Ich glaube, jeder Autor schreibt ein bisschen auch, um eine Reaktion zu bekommen. Denn sonst könnte man schlicht Tagebuch führen und müsste sich nicht mit lauter gemeinen Kritikern auseinandersetzen. Natürlich erwartet man irgendwas wie in einem Gespräch auch. In den allermeisten Fällen, und da bin ich besonders unoriginell, möchte ich natürlich für meine Texte nur geliebt werden. Das klappt meistens nicht.